Willkommen zurück und zwar mit dem Game auf Hefler. Ach, ich hab verkackt. Okay, nochmal von vorne. Willkommen zurück auf Hefler TV mit dem Game Join Dota League. Und zwar geht das hier um die Division 1, soweit ich weiß. Wird es Pro gegen One? Das erste Game haben wir schon ein bisschen gerade ja verfolgen können. Und das zweite Game folgt jetzt. Ich hab's trotzdem verkackt. Mein Name ist Wotorlik. Und mein Name ist Tauli und du kannst keine Intros machen, ganz ehrlich. Ja, Mann, ich verkack's jedes Mal. Nein, nicht jedes Mal, aber fast. Oh, Ach, ich ich schreibe mir denke, das irgendwann auf. Ich schreibe mir irgendwann das schaffen auf. wir das, Kai. Irgendwann schaffen wir das 11 von mal. habe ich es geschafft. So ist es nicht. Umso Ja. später es wird und umso mehr Bier man trinkt, weißt du doch. Obwohl ich hatte Ja, erst nur eins. auf jeden Fall. Also aufs Bier darf ich es nicht schieben. Bitte, ein paar Bierchen muss man aushalten können. Anyway, du hast recht, das ist wieder das Winner Bracket Final. Das heißt, hier geht es ums Weiterkommen in die Division 1 von Division 2. Vorhin haben wir gesehen, dass Goomba das Winner Bracket gewonnen hat. Und das heißt, Goomba ist jetzt ganz offiziell nächste Saison Division 1, was mich wirklich freut. Weil deutsches Team und so. Und ja, Virtus Pro, sloppy play letztes Game. Also, Yo, es war so, Radiant Team Pick. One hat einfach besser performt. Fertig. Ja, die haben das Oh ausgenutzt. nein. Was wird das Virtus Pro sich... Pros Oh Gott. turn to pick. Naga Siren First Pick. Mit der Naga Siren Split Push, ich schlaf ein. Bitte lass es ein Support sein. Bitte, bitte, Nein, bitte, nein, bitte. die sind Radiant. Wenn du Radiant bist, hast du ja noch das Medium Camp zusätzlich zur Mitte. Da Das wären ist die. mir egal. Ja, Nee, dir du vielleicht, hast schon aber ich recht, du glaube, hast schon recht. One ist es nicht egal. Ja, das ist Es einfach ist so halt krass, der kann sich das selber 10 seconds hochstacken und dann, remaining. also mit der Edo Ja, einfach und dann. richtig. Kann er das die ganze. Und 5 dann muss er halt seconds einfach echt remaining. immer nur eine Illu, bevor er Riptide benutzen will, da reinschicken und nach geht das Ding down. Virtus Pros turn to Aber pick. theoretisch könnte man auch mit einer Naga Siren, wenn man die als Support spielt, einfach einen Punkt in die Illus reinsetzen und dann selber stacken gehen für irgendwelche Carries. Klar, Das das mache würde ich auch immer, gehen. wenn ich einen Naga-Style Support spiele. Ich habe immer eins in Ding, Mirror Images, erstens mal um Skills zu dodgen und zweitens mal genau aus dem Radiant Grund. Team Pick. Einfach, du kannst mit den Illus halt echt die ganze Zeit stacken gehen. Schickst eine Illu zu den Ancients und eine Illus zu dem großen Camp und stackst es dann. Und keine Ahnung, wenn du Gyro oder irgend sowas oder ein Anti-Mage im Team hast, dann kann das echt deren Mid-Game-Farm echt verdreifachen. Ja. So ist es. Ganz genau so ist es. Und wir haben eine Visage und einen Shadow Fiend Die für Mitte Virtus haben? Pro. 10 seconds Hä? remaining. Bitte? Ja, Virtus Pro sagt, ihr wollt eine 5 greedy Mitte seconds haben? Gut, remaining. wir picken eine genauso greedy Mitte. Let the farm war begin! Aber ein Shadow Fiend Reserve ist halt coming. richtig anfällig, ne? Wir haben schon das Ensnare. Und wenn da jetzt noch irgendwelche satte Stuns kommen von One, muss man da aufpassen, dass man nicht zu krass gegankt wird. Denn, ich weiß nicht, aber die Duration von Ensnare ist einfach sehr, sehr krass und ich bezweifle es, dass Shadow Fiend irgendwie auf den Ghost Scepter First gehen wird, um das irgendwie zu negieren. Ich glaube Ja, nicht. das bezweifle ich auch. Und vor allem, wenn jetzt irgendwie sollte Sensei noch. Ganz ehrlich, das sieht mir nach einem Game aus, wo eine Roaming Mirana richtig Wunder bewirken könnte. Ja. Du hast ja schon den Setup mit Netz, dann nimmst du eine Roaming Mirana, pickst noch, keine Ahnung, Shadow Demon oder Bane als Second Support und noch einen Carry, setzt Bane. Radiant Team Ah, Bane. gut, Ancient Apparition. Schade. Aber ich meine, Ancient Apparition plus Naga Netz ist auch eine sehr gute Combo. Aber es wäre halt, ich hätte es halt richtig nice gefunden, dass du halt in der Mitte dann die Naga, die ein Setup mit dem Netz hast. Du setzt das Bane als Supporter irgendwo in die Lane, das kann sleepen. 10 Und dann seconds setzt du remaining. irgendwas wie den Clock in die Offlane und dann hast du echt das Potenzial, permanent 5 alle drei Lanes seconds zu ganken und hast remaining. immer ein Setup für den Arrow. Danke, Anarchy, dass dir mein Intro gefällt. Habe ich selbst Reserve gemacht. Hi. time. Also nebenbei. Und ja, ich kenne solche Games auch mit Shadowblade und Aghanim's Gyrocopter. Das macht richtig Spaß. Virtus Pros turn to Wenn er ban. Support spielt, ist es okay. Aber wenn er als Carry durchgeht, Radiant dann könnte Team ich nur noch ban. kotzen. Naja. Anarchy will uns trollen, kann das sein? Ja, der will die Diskussion mit Aghanim's, welches besser ist, wieder anfechten. Aber ich habe gesagt, Anarchy, das lass ist das mal ganz einfach. Wir bitte. haben das schon längst gelöst. Die beste Aghanim-Ulti ist die von Rubick, weil der kriegt alle 10 anderen seconds Aghanim-Ultis. Ha! Richtig, richtig. Und danach kommt Ricky. So, Punkt. 5 seconds remaining. Ah, ich gucke gerade im Chat nach einer Reserve direkten time. Reaktion von Anarchy, aber kann ja gar nicht. Ich muss ja 2 Zwei Minuten warten. Minuten warten, ja.
So ist es. Ja, ich würde dich gleich nochmal bitten. Du hast gesehen, wie beliebt die Lobby-Slots sind, ne? Dass du gleich wieder ein Auge drauf Ja, klar. wirfst. Ich guck die ganze Zeit. Außer natürlich, One gewinnt. Dann sind wir fertig danach. Stimmt. Aber ob das Virtus Pro so auf sie sitzen lässt. Ja, das bezweifle ich auch. Aber andererseits, ganz ehrlich, wenn die Naga-Farben-Buff kommt, dann werden sie es eventuell auf sich beruhen lassen müssen. Oh, Clockwork jetzt für Virtus Pro. Das dürfte Ass-Art sein. Halt eine richtig, richtig starke Ganker. Das Gute am Clockwork ist halt, er braucht wirklich nur Levels. Level 6, Level 7, Hookshot und Max Battery Assault. Und es ist neben Slark, meiner Meinung nach, Slark und Clockwork sind die besten Support-Killer. Stimmt schon. Und es ist auch, glaube ich, so ein bisschen Deny-Pick von Virtus Pro, weil Clockwork ist auch der Albtraum für jeden Shadow Fiend. Ja, einmal Level 6 gilt, einfach rotieren, vielleicht sogar mit einem Smoke, damit es ein bisschen schneller geht, oder ein TP. Hookshot und da hat man suddenly einen Kill. Weil das Richtig. Problem an dem Clockwork ist, der hookt sich ran und somit hat Shadow Fiend im besten Fall eine Raze oder zwei Razes. Und Nein, das reicht nein. nicht. Ja, Niemals normalerweise kriegt eine, er ein wenn er Race ganz nah raus. dran ist. Nein, der kriegt doch niemals ein Race raus gegen Battery Sword. Vergiss es. Ja, ich sag ja im besten Fall. Im besten Fall. Ja. Da kommt der Jetzt lagst du schon wieder. Rubik. Rubik Typische Tauli incoming. Versus Pros turn to pick. Ja, ganz genau, Bro. mein Gott. Halt die Kuschen, bis das vorbei ist. Dankeschön. Oh, was ist heute hier wieder los? Ah, gut. Tauli hat wieder zu kämpfen mit seiner zig Trilliarden Mbit-Leitung und er versucht es zu fixen. Ich find's cool. 5 seconds Naja, wir haben den Runner jetzt hier für One und ich bin ganz ehrlich, es ist gar nicht mehr so abwegig, dass wir einen Naga Siren Support sehen. Klar gibt eine Naga Siren in der Midlane viel her, aber dieser Setup, also Ensnare, Cold Feet drauf, Arrow drauf, haben wir 9 Sekunden Stun plus Ensnare Duration. Wenn ich mich nicht täusche, sind das 4 Sekunden von Cold Feet. Ja gut, 3,5. 1,25 auf Level 1 plus 5 Sekunden plus 2 Sekunden von Ensnare. Ist doch schon eine Menge. Also, man könnte da theoretisch eine sehr, sehr krasse, starke, aggressive Tri-Lane fahren. Und da kommt dieser Shadow Demon ins Spiel. Das ist ein guter Pick von Virtus Pro. Denn genau das, was jetzt gerade eventuell ensnared wird und Garrett etc., wird einfach disrupted. Und somit nimmt man einfach den Wind raus aus dem Ganzen. Und ja, dann kann man einfach weiter fighten. Also, die Aggression steht auch auf der anderen Seite mit der Visage. Definitiv. Ten Wir haben den seconds Treant Protector. Okay, remaining. es wird eine Naga Siren defarmed. So, Nevermind. 5 seconds Ich höre dich wieder. Ja, Mr. Roboter. Ich höre dich auch. Reserve time. Oh Gott. Ah, es wird sich schon gleich legen. Keine Angst. Ja, Treant Protector. Also, wir haben eine Naga Siren und eine Naga Siren, die mit einem Treant Protector, der einfach beschützt wird. Ich weiß nicht, es ist einfach. Dieser Held. Auch wenn er genervt wurde, er gibt einfach so viel her. Er kann in der Mitte viel aushelfen. Wenn Tower mal low sind oder mal Schaden genommen haben, einfach auch da eine Armor drauf, dann renken die sich schnell hoch. Das kann so eine Sache sein, wenn man wirklich zum Beispiel wird Pro pusht die Bottom Lane. So, kriegen den Tower nicht, der bleibt in Deny Range oder so, dann wird er nicht einfach denied, sondern der wird einfach hochgereckt und gut ist. Das ist halt eine coole Funktion. Mit einem Overgrowth haben wir auch schon im letzten Game gesehen. Gibt ja auch eine gute Ulti ab. Hat man ein gutes Kai, Lockdown? Ja, anderes bitte. Teamspeak. Der Server scheint abgekackt zu sein, der andere. Welcher der hier? Hä? Du verwirrst mich. The fuck? Okay, ich gehe ins andere Teamspeak. So, ja, hier Ja, müsste der gehen. Der ist nicht abgekackt. Das ist dein Internet. Hä? Du bist aber gerade eben vom anderen Server runtergedroppt und danach bin erst ich gedroppt vom Server. Nein. Radiant Team Ich war die ganze. Ich bin jetzt immer noch im anderen. Ach, ist egal. Okay, es passieren hier komische Sachen, die ich nicht verstehe. Ja.
weil dein Internet einfach sackt. Schnauze. Die fucking Uni-Standleitung, die kann nicht sacken. Tut sie aber. Die Argumente sind da. Feedback von den Zuschauern war auch da. Meine, du bist meine sehr Lieblingsantwort nicht ich. Verkneife ich mir jetzt einfach, weil wir doch zivilisiert bleiben wollen. Okay, alles klar. Ja, nee, mich soll es doch nicht stören. Nur, ist halt blöd, wenn du die ganze Zeit mit einem Roboter rüberkommst. Ach, was? Erzähl mir was Neues, mal ganz ehrlich. Ist kein Problem, ist alles okay. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Hier. Draft. Wir waren stehen geblieben bei dem Overgrowth von Treant Protector, aber naja, muss ich nicht viel mehr drauf eingehen. Ja, das Problem an diesem Treant Protector ist, dass man den ersten Skill fast gar nicht skillt. Der ist eigentlich stark, aber man skillt ihn nicht, man braucht ihn nicht unbedingt. So, weil wenn man sieht, dass das geskillt wird, kauft man einfach ein Sentry dagegen und Ruhe ist. Ja, ja, und ich meine der Moonlight Shadow, wozu dann Nature's Guise? Ja, das auch noch. Also, wie gesagt, der Spell ist stark. Du kannst im Invis casten und all solche Sachen, ne? Aber, naja. Radiant Team. Der Shrug, wow, geil. Ich freue mich. Oh. Mal was Neues. Shadow das ist Demon ein Farming Lash Shrug. Das ist ein Safe Lane Farming Lash Shrug. Jawoll. Das gefällt mir richtig. Azad? Azad? Ich meine, Azad ist der, wenn mich jemand fragt nach einem guten Leshrac-Spieler, ist der erste, der mir in den Sinn kommt, Azad. Also. Meinst du, dass sie jetzt Rollen tauschen? Ja! Also, wenn. Also, keine Ahnung, es kann natürlich auch sein, dass sie es nicht machen, aber wie gesagt, meiner Meinung nach ist Azad der beste Leshrac der Welt. Okay. Ja, ich kenne noch einen guten, und zwar Always Wanna Fly, spielt den auch sehr, sehr gut. Ja, aber, ich war. Ja. Auf jeden Fall, es war echt nur. Und Jarex spielt ihn auch sehr stark. Ehemaliger. Jarex sagt mir nichts. Cupid Red Pandas Player. Ach so, ja, die sind ja schon Vergangenheit hier, mein Freund. Axe. Okay, Axe. Axe soll es sein. Hat starke Supports hinter sich. Und mit der Living Armor haben wir schon gerade angesprochen. Kann dann ihn auch gut Damage blocken. Dann im späteren Verlauf. Und. Das wird richtig aggressiv, was One hier spielt. Genau, aber genauso auch wird es Pro. Das wird interessant, das Game. Das wird richtig interessant. Ich weiß gar nicht, sind One auch Russen? Oder wo kommen die her? Polen, soweit ich weiß. Polen. Okay. Ja gut, die haben auch so ein bisschen russisches Blut. Oh, never mind. Also, wir sehen hier aggressives Russen-Doto auf jeden Fall. Du darfst wieder anfangen mit Lane-Up. Was du auch immer möchtest. Dann würde ich mir das Pro einfach mal schön schnappen. Wir haben NS auf dem Shadow Demon, wir haben Jotam auf der Visage. Nein, es ist tatsächlich Illidan Stormrage auf dem Leshrac. Jetzt bin ich wirklich enttäuscht, weil ich habe mich echt auf Azad gefreut. God auf der Shadow Fiend und Azad auf dem Clockwork. Mhm. Und das gefällt mir schon besser durch mit dem Layman Up. Super. Wir haben Grisaille auf dem Axe, der hier auf der Top-Lane sein wird. Ist das ein Offlane-Axe? Ich bitte euch nicht. Das haben wir letztens schon bei Goomba gesehen. Das funktioniert nicht. Oh, gut. Ja, wie dem auch sei. Haben wir Cole in der Mitte mit der Naga-Siren. Dann haben wir die Potem gespielt bei der Potem. Und CDC haben wir hier auf dem Treant Protector. Und last but not least haben wir Booktop auf dem Acen Apparition. Wie soll ich das aussprechen? Gogidota Herzen Fanica. Es ist Gogidota Fanica. Fan 1 QA. Keine Ahnung. Ich nenne ihn Gogi. Gogi. Das ist gut. Ich nenne ihn Gogi. Und hier auch One hat auch keine Lust auf Admins zu hören oder so. Der hat zweimal in der Lobby gesagt, Leute, macht euren Team-Tag rein. Das interessiert One keinen Meter. Tja, selbst schuld. Wenn sie da irgendwie Ärger kriegen. Naja. Oh oh. Azad hat gut geblockt. Naja, Grisaille muss da aufpassen. Der muss im Wald gehen. Ja, macht er auch. Der muss er auch. Ja, halt weil, ich auch weil letztens, ich habe das bei Goomba gesehen, das funktioniert nicht mit einer Axe. Du brauchst Farm, du brauchst Level. Und ja. Das wird der hier hundertprozentig nicht kriegen. Ja, somit bleibt die einzige Option jetzt nur noch offen. Dritte Minute pullen, würde ich behaupten. Damit man einen Cutter Double Wave kriegt, Single Pull. Und dann mit einem Diabolic Edict einfach zack, Tower Down. Ich bin mir aber ganz ehrlich nicht mehr sicher, ob der Edict skillen wird.
Illidan. Müssen wir schauen. Aber das wäre eine Option, einfach schnell Tower zu kriegen jetzt, ne? Ja, definitiv. Aber der Buff auf Lightning Storm, das ist der Hammer, Ich wie viel weiß. stärker das geworden ist. Ich weiß. Ich weiß. Es ist halt die Frage, was möchte Virtus Pro machen? Möchten sie fighten oder möchten sie pushen? Aber ganz ehrlich, vom Line-Up her sieht es halt für mich eher so aus, als ob Virtus Pro fighten möchte. Und zwar 24-7. Und dann ist Lightning Storm meiner Meinung nach definitiv stärker als Edict. Aber Edict ist auch nicht zu unterschätzen im Teamfight. So ist es nicht. Nö, natürlich nicht, aber du willst nicht reingehen in Teamfight als Slashrak. Zumindest jetzt noch nicht. Du Ja, willst, das dass der schon. Clockwork reinhaut, dass der Clockwork reinhaut, reingeht und du von hinten einfach nur Stun und Lightning Storm spammen kannst. Hast du dein Open Mic angemacht wieder? Nein, natürlich nicht. Ja, ich hab's nämlich auch gerade vergessen und hab's jetzt angemacht. Nochmal kurz nachgeholt. Sorry an alle Dota TV-Leute, dass ihr uns nicht gehört habt, aber jetzt hört ihr uns. Auch euch möchte ich willkommen heißen auf Heffler TV natürlich. Tja, wir haben eine Pause, aber die ist jetzt auch wieder vorüber. Go und nochmal go und go. Gut, was halte ich von diesem Laning? Sie könnten jetzt sehr aggressiv spielen mit dem Axe vielleicht unten, wenn er ein paar Punkte in den Battlehanger reinkriegt. Und der Stack hat leider nicht ganz geklappt. Das heißt, das nimmt jetzt dann auch letztendlich eine Menge Farm weg von Cole, ne? Wenn Axe jetzt hier so dieses kleine Camp abfahren muss. Radiant's bottom tower is under Das ist halt attack. doof. Also Medium Camp, nicht kleines Camp. Oh, ASA, wird da unten angegangen. Leech Seed ist drauf. Und wir haben Chilling Touch. Der Arrow trifft! Oh mein Gott, 5 Sekunden Stun, was ein Arrow! Nice. Ich hätte gedacht von der Hitbox, dass es nicht reicht, weil der ist hier so geflogen und ASA war hier so ungefähr. Toller Kreis von mir. Wow, gutes First Blood von One. Hätte ich nicht gedacht. One richtig stark gerade hier. Ja, also Virtus Pro muss jetzt spätestens jetzt merken, dass sie ihre Gegner nicht unterschätzen sollten. Und ich kann die Gedanken verstehen von letzten Game. Die wollten einfach Late Game. Also das war genau dieses Greedige, auch mit diesem Shadow Fiend, was wir vorher gesehen haben bei Goomba und Dings. Die wollten einfach Late Game mit 4 bis 5 Cores und dann einfach alles im Late Game metzeln. Das war, glaube ich, der Grundgedanke. Und es ist Diabolic Edict. Erste Glyph wird schon gepoppt. 2 Punkte in Edict. Man sieht, wie der Tower schmilzt. Das ist einfach Wahnsinn. Der Damage. Ja, auf jeden 800 Fall. HP nur noch. Nur wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, dass wenn du fighten willst, Lightning Storm stärker ist. Ja, aber es macht einfach Sinn, wenn du, wenn der Tower oben überhaupt nicht contestet wird, dass du einfach die Tower schnell holst. Um ja, Bonusgold und Map. Dann kannst du einfach rotieren auf andere Lanes und holst da die nächsten Tower, weißt du? Ja, auf jeden Fall. Stimmt schon. Nur. Und das zweite Edikt. Ja, siehst du, der Tower ist down. 2 Minuten 45 knapp. Ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich bin gerade am Überlegen, ob er vielleicht bis Level 3 Edikt skillt und es dann so lässt und dann auf Lightning Storm geht. Das kann natürlich auch sein. Das machen viele Leute, dass sie den Stun einfach nur einmal skillen und die meinen, das reicht. Dann reicht das halt. So, nichtsdestotrotz, der Stun skaliert halt richtig gut, ne? Nicht nur vom Damage her, sondern auch vom Radius, vor allen Dingen. Ja, das ist es. Ich wollte nämlich gerade selber sagen, es ist halt hauptsächlich der Radius, mit den du höher haben willst. Ja, ganz genau. Damit du einfach leichter einen Stun abkriegst. Und hier haben wir gerade eine Rotation von NS. Das ist richtig gut. Da wird gleich der Disrupt kommen auf natürlich. Oh, das hat er gut gesehen. Kann das aber nicht ganz duken, denn dieser Winkel hat ihn einmal das erlaubt, da das Disruption abzukriegen. Und Split Earth ist da. Somit ist der Kill auch da. JTM kriegt ja den Kill durch Soul Assumption. Da hat er die Winkelhalbierende nicht richtig berechnet, ja? Ja, der hätte vielleicht so rumlaufen sollen. Dann hätte es, also so, ja. Dann hätte es vielleicht geklappt. Eventuell, lass mich nochmal kurz die Range für Disruption checken. Die ist halt schon relativ hoch, ne? Ja, nee, er wäre nicht weggekommen. Er wäre nicht weggekommen. Aber war ein guter Gedanke. Hat ein bisschen ja, mehr auf jeden Zeit Fall. Gekostet, letztendlich. Naja. Space created. Naja, nicht wirklich. Psst. Psst. Ja, naja, doch, hier, Tren kriegt jetzt mehr Levels, weil AA nicht da ist und Mirana kriegt auch ein paar Levels mehr. Wir schauen uns mal Mitte an. Und zwar Gord, hat 22 CS, kann, ja, das ist gleichwertig, was sie sich da gerade abliefern. Denn wir haben auch 22 CS auf Cole und ja, Axe hat zumindest Tranquil Boots und macht das sehr gut. Der droppt die vorher, den kann die keiner zerstören.
farmt er jetzt einfach ein bisschen. Schade, dass das Camp hier nicht hochstackt. Ich meine, gut, mit Tranquil Boots ist halt schwer, aber irgendwann kann man das halt auch machen. Muss er theoretisch gar nicht, wenn er das jetzt... Ja, er hat es perfekt getimt. Warum hochstacken? Er kann jetzt zurückgehen, dann spawns nochmal und dann farmt das gleich wieder ab. Ja, das Problem ist aber, dass er das... Ja, das hätte er vielleicht auch so nicht abfarmen können, aber... Wenn du jetzt zweimal das stackst... Gut, er hat die Tranquil Boots also auf Freck gehabt. Trotzdem ist es halt schwer, ne? Also, Lucky, das ist das beste Camp, das man kriegen kann als Axt, finde ich. Satyre, ne? Ja. Ja, es ist wirklich, es gibt mit am, ich glaube, es gibt am meisten XP von allen Medium Camps und ist am leichtesten abzufarmen. Ja. Gold gibt es nicht ganz so viel, aber das interessiert ihn auch nicht unbedingt. Hier ist ein gutes Stack hier für Axe. Das gefällt mir. Ja, richtig. Oh, das sind Triple, die Wölfe, aber das kann er noch nicht farmen. Da sind Wölfe dabei. Ja, da sind Wölfe dabei. Also, er kann es vielleicht ein bisschen kiten. Und da sieht man das einfach. Der Counter-Helix prockt einfach extrem cool. So, und da hat Ice Vortex tatsächlich 2 Punkte drin. Wow. Du darfst nicht vergessen, okay, Moment. What the fuck? Hast du die Skillung gesehen von Booktop? Ja, ja, ich bin gerade. Das habe ich aber schon ein paar Mal gesehen. Das ist dieses. Ja, doch, es macht Sinn. Ich habe kurz drüber nachgedacht. Das ist dieses Slow Stacken, was du zusammen mit dem Trean Protector machst. Du machst Leech Seed plus Level 4 Ice Vortex. Das sind 30. Und nochmal, das sind 60, fast 60% Movement Speed Slow. Mhm. Also so ein bisschen Teamfight Control aufbauen. Genau, genau, okay. Dass einfach die Gegner und vor allem, es macht auch vor allem deshalb Sinn, weil die Gegner einen Leshrac haben. Und Leshrac ist halt, macht normalerweise keine Mobility Items und will aber trotzdem frei durch den Fight laufen können. Mhm. Ja, ich glaube, die Zeiten mit einem Blinkdagger auf Leshrac sind vorbei. Nee, der wird, das sieht mir sehr nach einem Bloodstone aus. Und nach dem Bloodstone wird das BKB kommen. Bloodstone gibt auch eine Menge her und er macht es nämlich auch richtig. Er baut nämlich die Arcane Boots und das habe ich nämlich schon oft bei einer Death Prophet habe ich das jetzt gesehen, die ja letzte Zeit häufig gespielt wurde. Oben wird der Tower nochmal angegangen, während ich rede. Und da kommt der erste Moonlight Shadow. Das heißt, das wird hier jetzt gerade contested. Und die haben Sentry, die wussten das. Gut gesehen von Virtus Pro, jetzt kommt hier gerade Disruption und somit sollten sie safe sein. Der Vortex nichtsdestotrotz slowed richtig krass und da sehen wir das gerade, wie das slowed. Und selbst wenn er hätte das gesehen, hätte er, glaube ich, diesen Arrow nicht dodgen können. Der Slow ist einfach zu krass gewesen. Ja, das ist genau das, was ich vorhin angesprochen habe. Dieses, du hast halt diesen Long Range Slow und ich glaube noch viel, viel wichtiger ist, du kriegst ein bisschen Vision. Ja, das kriegst du auch, ja. Unten währenddessen. Wird Grisine angegangen. Ah, Battery Assault, Hookshot. Kommt nochmal ran. Split Earth ist auch dran. Edikt und Ulti machen es dann letztendlich. Ja, Alter, Illidan hat schon Point Booster, ne? Ich wollte da noch mal kurz drauf eingehen. Und zwar, letzte Zeit habe ich viele Death Prophets gesehen, die instant auf Facebooks gegangen sind. Ich kann es verstehen, weil man die Lane dominieren will. Aber das kann man mit Arcane Boots meiner Meinung nach auch, denn du hast alle 35 Sekunden ein plus Nuke. Und es kommt dann halt drauf an, ob du Bloodstone gehst oder nicht. Das ist halt so die Sache. Wenn du Bloodstone gehst... Oh, Song of the Siren, God, in der Mitte. Vortex ist da, Leech Seed, kein Mana. Jetzt wollen sie ihn blocken, aber das klappt nicht ganz. Riptide macht eine Menge Damage. Jetzt wird gerade nochmal die Illu gepoppt und das könnte sogar nicht reichen. Ganz genau. Booktop hätte einen Hit mehr rauskriegen müssen. Der das hätte gereicht. Der hat keinen Punkt in Ensnare. Oh mein Gott. Why would you? Ich weiß, weißt du, wenigstens den einen Value Point. Ja. Das wäre nämlich der Kill gewesen. Ganz, ganz easy. Ja, 100%. Das wäre easy Kill, aber... Sorry, es stößt mir einfach auf. Old Bottom. Oh. Ah, ist alt. Kriegt nochmal einen Battlehanger, ne? Das passiert getroffen. Nicht ganz so viel. Jetzt kommt aber die Rotation von NS rein. Ich weiß nur nicht, was die da machen wollen. Die wollen jetzt wahrscheinlich disrupten und blocken. Battery Assault und in den Cox ist er jetzt auch noch drin. Aber ASA sieht das richtig. Der muss da schneller raus aus den Cox. Also, als normale Leute da eigentlich drin bleiben würden. Das war gut gespielt von ASA. Der wusste ganz genau, was da passiert. Ja, auf jeden Fall. Aber der einzige Grund, dass die den Kill kriegen, ist Soulcatcher. Mhm. Der Plus-Damage ist einfach richtig krass. Das ist zwar nur ein Punkt, aber das sind immer noch 20% Bonus-Damage. Das darf man nicht unterschätzen.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den Skillbuild, den NS macht, nicht so gut. Weil das Gift ist zwar ganz nett, aber das Problem ist, und das habe ich gemerkt, weil ich habe Shadow Demon früher als sowohl als Supporter als auch als Solo Mitte gespielt. In der Mitte kannst du das machen. Da hast du Mana Boots wahrscheinlich relativ früh, da hast du eine Bottle, da hast du den Sustain, um das die ganze Zeit spammen zu können. Aber als Supporter, guck mal, er muss Tranquil Boots machen, er hat ansonsten nix. Es kostet 50 Mana. Er kriegt ja nicht mal die maximalen Stacks zusammen mit seinem Mana Pool. Was sind die maximalen 5? Nee, du kannst sogar 10 machen. Echt? Früher ging das. Ah, nee, 5. Max 5, wollte ich doch sagen. Früher ging das auf 10, als er rausgekommen ist. Ich habe den gezockt, als er rausgekommen ist in Dota 1, als er noch ganz neu war. Und da ging noch 10. Da war das aber auch ziemlich immer. Wenn ein Teamfight ein bisschen länger ging, hast du auf einmal Q gedrückt und das ganze Team ist gefallen. Wir haben Das den war Endless so of Guard lustig. gerade und er ist hochrotiert. Mir ist gerade mal wieder aufgefallen, wie soll man das nennen? Verbuggt Familiars einfach sind. Es geht alles auf Familiars, ne? Das ist echt so krass. Also, ich habe das schon mal gehabt mit einem Void. Ach, mit einem Void, sag ich schon, mit einem Anti-Mage. Dass ich einen Missklick mit einem Mana-Void hatte auf einen fucking Familiar. Im Teamfight. So im Hitze des Gefechts, ne? So Bullshit. Macht halt keinen Damage und ja, Ulti weg. Ja, das ist. Familiars sind. Aber wenigstens ein paar von den Bugs mit Familiars haben sie gefixt. Wie der laufende Shackle. Falls du den noch kennst. Nee, kann ich nicht. Wenn du irgendwas an Familiars dran Shackle shottest oder auf die Familiars den Shackle Shot triffst, sind die geshackleshottet mit auch gelber Animation und alles, aber die können sich noch bewegen. Okay. Dann ist Ice das der Blast in der laufende Mitte, so Shackle. ein bisschen Luft raus. Ja, wie gesagt, für mich, da geht alles drauf. Jedes Single-Target-Ulti, so wie Enfeeble oder Roar oder was auch immer. Das geht alles. Selbst Arrows kannst du einfach damit bequem blocken, wenn du es drauf hast. Das Und ist ich halt hoffe, schon wir sehen richtig das sick. irgendwann von NS in dem Game. Oh, nice, Mitte, 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 innovate. Mitte, Mitte. Oh. CDC kriegt da eine Menge Damage. Zwar Illidan, der macht einfach so viel mit der Pulsnova gerade. Das ist so krass und mit dem Edikt. Die können das nicht stehen. Und wir sehen gerade Illidan, Max, tatsächlich die ersten beiden. So spiele ich ihn persönlich auch am liebsten. Oh, der Ice Blast! Illidan! Aber es könnte sein, dass Jotun noch droppt. Bin mir nicht ganz sicher. Doch, Jotun. Ja, Jotun geht down. Aber NS kommt noch gerade so weg. Ich hoffe, wir sehen das dieses Game. Shadow Demon ist der Courier Slayer Number One. Die Wieso, Ulti von. weil der Push aufgeht oder was? Ja, geht auf Couriers. Unten, Asad. Aber da ist gerade NS down gegangen. Der hat auch nicht mehr 4 HP. Nichtsdestotrotz kriegt tatsächlich Asad den Counterkill und der steht jetzt 4 zu 1. Hat einen Dominating Streak. Und da werden für mich jetzt abgefarmt. Das ist so lächerlich, Mann. Naja, muss wohl so sein. Ice Blast. Aber kein Follow-up. Das ATP schon raus. Und Asad hat seine Blade Mail und immer noch 1300 Gold. Ja. Das heißt, er hat noch. Hat er schon Point Booster? Nee. Aber er kann sich einen kaufen. Und das heißt, er kann Menge Damage austeilen mit der Blade Mail. Er Wenn sie ihn geht aber nicht vorboosten. auf. Er geht nicht auf Ag, er geht auf Forstaff. Ah, okay, ja gut, macht auch Sinn. Ja, hat er War gerade auf jeden Fall. gekauft. Hat sich der Facility Tree geholt und sieht so aus, als würde Virtus Pro der Naga nicht den Freiraum geben, den Goomba vorhin der Naga gegeben hat. Weil das war, glaube ich, das Problem. Die Naga wurde ja auch gar nicht gegankt bis Minute 20 oder so. Ja, ganz genau. Weil ich kenne das aber auch. Das ist halt nervig. Die hat Song of the Siren und dann kann alles schnell für den Arsch sein. Das muss man halt dann auch wirklich gut umsetzen. Ja, aber die Problematik ist, wenn du es nicht machst und es einfach ignorierst, dann passiert das, was Goomba vorhin passiert ist. Andere Weg wäre halt einfach noch dann Teamfights zu forcen. Naja, wir sehen hier gerade einen großen Split Earth of Coal und Illidan ist da ganz weit drin und kriegt viel zu viel Damage, geht gerade down. Jotun geht auch noch down. Das sind drei Leute tot, gerade vom Virtus Pro. Jetzt kommt Moonlight Shadow raus und ja, God muss da zusehen, dass er rauskommt, genauso wie Asad. Der wird hier gut geblockt nochmal von Grisein und kriegt sogar nochmal einen Call-Up. Arrow braucht er noch nicht mal. Moonlight Shadow. Ach, Moonlight Shadow sei schon. Starstorm hat den Damage gebracht.
So, ja. Ja. Gerade eben hatte Gogi nur Drums, jetzt hat er 2400 Gold. Ja. Ein Teamfight, ne? Wir schauen uns jetzt mal die Items an. Die Drums hast du gerade angesprochen. Wir haben einen Point Booster auf Bookertop. Booktop, nicht Bookertop. Was haben wir noch? Cole hat wie viel Geld? 3600. Das heißt, er hat fast das Sacred Relic fertig. Die. Dann haben wir Illidan noch nicht mit dem Bloodstone. Das ist ein bisschen blöd, ne? Würde ich behaupten. Ja, das ist nicht optimal. Also. Ganz ehrlich, wenn du so einen Farming der Shark machst und dann zwei Tower, drei Tower innerhalb von weniger als 15 Minuten holst, dann solltest du deinen Bloodstone aber fertig haben. Normal schon. Ansonsten Gott hat das Midas, ne? Hat jetzt aber ein BKB on top. Dieses Midas, ich verstehe es nicht. Irgendein Pro-Gamer muss mir das mal erklären. Frag Arteezy. Wobei Arteezy macht auf jedem Hero Midas. Ja, gut. Ja, Forstaff wird angegangen von Dings und jetzt schauen wir nochmal kurz die Graphen an. Wird das Pro ist gerade noch im Führen mit 2500, was die XP angeht. Und Gold, zeige ich euch jetzt, ist auch noch im Führen, also 3000. Letztendlich holen sie doch noch mehr Farm raus, das liegt aber auch an den Towern. Und ein Disruption. Purge ist raus. Und Desperate Earth folgt. Aber da kommt das... Oh-oh. Song of the Siren. Vier Leute TP'n rein. Good night. Bye. Overgrowth, Arrow of Illidan. Und NS wird dann so einfach nochmal nebenbei gesnackt. Es gibt nichts, es gibt im Dota nichts, was befriedigender ist als der Dank. Die Axt-Ulti. Es gibt echt nichts befriedigenderes im Dota, als sich hinzustellen, sich zu denken. Ich bin der Man. Es macht so Spaß. It's the manliest of the manly heroes. Es ist auch so witzig gewesen, ist mir letztens passiert, wo sie mich zu viert auf der, wo sie mich zu viert gegankt haben. Ich war eine 4-0-X, also Dominating Spree, den wollten sie unbedingt haben. Sie haben mich zu viert gegankt und nach dem Gank hatte ich ein Monster Spree 8-0. Und das war ein vierfach Dank und ich habe mich danach wie ein junger Gott gefühlt. Oh, wird es Pro. Die machen Roshan fertig. Und das ist auf jeden Fall ein gutes Opening, denn One hat das überhaupt nicht auf dem Programm, die Dancen ausgepusht, außer, ja, gut, nur die Midlane eigentlich. Aegis geht an Gott. Und somit haben sie doch jetzt wieder ein bisschen Advantage dazu gekriegt. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, wie gesagt, du kennst doch den Spot hier oben, ne? Was denn? Was für ein Spot? Was soll das für ein Spot sein? Ah, ja, ich drop. Deshalb hast du mich gerade nicht gehört. Okay, ich habe nur noch gesehen, wie du gezeichnet hast und der Spot da oben. Ja, ich meinte, ich kenne den Spot. Oh, ich muss dich unterbrechen. Und zwar wird da gerade Booktop abgecashed. Der ist tot. Codefeed hat noch gedatscht, aber kommt kein Follow-up. So, jetzt kannst du weiterreden, der Spot. Ja, wenn die dich von oben und von unten als Axt sandwichen und du callst dann drei Leute rein und die stehen alle in der Counter-Helix. Ach so, ja. Und dann schon. Boom, 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 boom. Es gibt nichts, was mehr Spaß macht, ohne Scheiß. Ja, das kenne ich nur zu gut. Ja, diese Naga-Siren hat ein Sacred Relic ab und jetzt liegt es am Virtus Pro und die macht es auch gut. Die machen jetzt nämlich bewusst Druck auf diese Naga-Siren, kriegen sogar noch einen Kill auf Resign. Und jetzt kommt nochmal ein Ice Blast, der trifft drei Mann. Nur kommt da kein Follow-Up-Damage. Ganz genau, einfach jetzt 5 Man up und diese Naga-Siren zu nichts kommen lassen. Die ist jetzt relativ nutzlos. Ohne Song of the Siren. Sie hat zwar das Radiance ab, aber Illidan, da wollte, oh, die Pattern wollte ran, aber Gogi geht da down. Nichtsdestotrotz haben sie nochmal einen Kill gekriegt auf Azad, aber das können sie, glaube ich, gut verkraften. Soul Assumption, wow. Jotam, gut gemacht. Jetzt nochmal ein Call hier auf God und somit wird das Aegis getriggert. Gucken, ob sie ihn nochmal kriegen. Haben sie einen Endsnare, 5 Sekunden Cooldown, Battlehanger und Tower Rest macht einiges an Arbeit, genauso wie das Radiance Burn und Battlehanger habe ich schon angesprochen. Mit einem Dank, Double Dank! Wow! Genau, das war das, wovon Tauli geredet hat. Ich liebe diesen Hero.
Oh, ich dachte gerade Supporter. Hier, die Kassa sprechen wieder. Okay. Never mind. Es ist so lustig einfach. Oh mein Gott. Hast du es mitgekriegt? Warte, in der Mitte. Ich habe nämlich gerade getrunken, sorry. Geht gerade Cooldown. Also Asad findet tatsächlich den Pick-off auf der Naga sein und das ist immens wichtig. So, ja. Was habe ich mitgekriegt? Dass Virtus Pro die Tranquil Boots von der Axt vorhin geklaut hat, als er die Shenanigans gemacht hat mit dem Droppen. Nee, Tatsache! Ja! Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich habe es auch gerade erst mitgekriegt, weil, guck mal in den All-Chat. Ja, habe ich gelesen. Ja. Ich wusste nicht genau, was das sein sollte mit den Tranquil Boots. Jetzt sehe ich, jetzt macht Sinn. Oh mein Gott! Ja, gut. Go, go, sorry. Ja, Virtus Pro muss weiter Druck machen. Ja, gerade jetzt, Fall. Wo die Radiance. Gut, das ist zwar stark, aber. Die Naga Siren stirbt halt schnell. Ich meine, die ist jetzt gerade einmal gestorben. Bloodstone, ganz, ganz spät. Knapp 21 Minuten jetzt hier. Purge kommt gerade raus auf Gogi und der ist gerade schon rausgegeben, somit ist er tot. Ja, aber genau da sehe ich halt die Problematik drin. Die haben einen Farming Leshrac Safe Lane gemacht und er kriegt trotzdem erst mit 3 Tower nach 21 Minuten Bloodstone. Ja, das ist so das Problem an der Sache. Die haben nämlich jetzt eine Shadow Fiend im Grunde genommen, die alleine gegen eine Mirana und eine Naga steht. Mhm. Normalerweise hätte das 15, 16 Minuten Bloodstone sein sollen. Und so geht's natürlich auch, NS. Einfach selber Illusions createn. Easy. Der Mensch, ne? Ja, aber da guckst du an, die sind noch, haben den Push noch nicht mal angefangen und sind alle unterhalb HVP. Ja, und da kommt Song of the Siren. Oh, oh, oh. Oh, oh. BKB ist aber ab, auf Gott. BKB, 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 jawohl, der kriegt den Eisbest nicht ab. Und nichtsdestotrotz wird er gerade gecallt, somit kann er das Requirement of Souls nicht abkriegen und er wird noch gedankt vorher. Wow! Design richtig gut gemacht. Der hat einfach totaler Shutdown. Dieser Shadowfiend hat überhaupt gar keinen Damage gemacht. Hookshot bei ASA, nein, der hat Cooldown. Somit gehen 4 Leute down tatsächlich von Virtus Pro. Hallo. Also diesmal kann ich nicht sagen, dass Virtus Pro trollt. Ne? Und One spielt das richtig gut gerade. Richtig gut. Ja, Dank. Aber da muss man auch, ich muss fairerweise dazu sagen, dass er unglaubliches Spin-Luck hatte, als er gerade die Shadow Fiend gedankt hat, bevor die Ulti rausgekriegt hat. Der hat 3 Spins bekommen in der Cast-Zeit von der Shadow Fiend Ulti. Mhm. Ja, ja, aber trotzdem, es war einfach gut gespielt. Definitiv. Luck oder nicht? Das möchte ich nicht in Abrede stellen, das war richtig gut gespielt von One, aber. Ich meine, der SF hat BKB gewastet. Das war, glaube ich, sogar ein volles, soweit ich weiß. Ja, nicht ganz, 9 Sekunden war das, aber trotzdem. Und der hat kein Damage gemacht, überhaupt gar kein Damage. Nee, aber das ist halt das. Aber das ist genau das, worüber wir im letzten Game geredet haben. Shadow Fiend. Kann allen Farm der Welt haben, wenn er kein Team um sich rum hat, das den Space created, dann macht er nichts, weil er zu squishy ist. Ja. Und das ist jetzt halt echt wieder das von vorhin, dass Leshrac einfach ja für 23 Minuten als Safe-Lane-Farmer nichts hat. Mhm. Und ich würde behaupten, Virtus Pro hat jetzt so ein. Ist jetzt so in diesem Stadium, wo es richtig schwer wird, die Naga Siren zu killen. Die hat jetzt Boots of Travel. Das heißt, sie ist richtig mobil. Mit Song of the Siren ist es immer frustrierend, irgendwie sie ganken zu wollen. Denn auf Level 2 kann man immer damit rechnen, dass es ab ist. Und es ist halt schon, ist schon fast Level 3 Ulti. Also die ist schon bald Level 16. Wie willst du die noch killen? Effektiv. Kannst du fast nicht mehr. Und selbst wenn du sie killst, normalerweise 80% der Fälle musst du so viel investieren, dass es schon, sich schon fast nicht mehr gelohnt hat. Ja. Du musst jetzt, theoretisch müsste Virtus Pro jetzt einfach Teamfights forcen. Das haben sie ja auch versucht. Also das muss man ihnen ja lassen. Aber es gestaltet sich halt schon richtig schwer. Illidan musste sogar schon aus seinen Brown Boots, weil er die Arcane Boots natürlich gesplittet hat. Wirklich Tranquil Boots draus machen, ne? Das ist schon richtig bitter. Normalerweise möchte man sowas wie Face Boots oder wenn es halt einem gut geht, so Boots of Travel. Oder sogar PTs sind halt noch eine bessere Maßnahme, aber ja. Tranquil Boots sind schon echt bitter. Und eigentlich will Leshrac jetzt auch sein BKB schon fertig haben. Oh, der Hookshot. Oh. Ich glaube auch nicht, dass Asad da rein wollte, denn da wäre null Follow-up gewesen.
Oh, oh. Arrow, Arrow. Arrow. Aber der Arrow. Wow. Und Gogi versucht da jetzt noch eine Menge Damage anzubringen. Kann er auch mit dem BKB. Der Call ist einfach schon wieder so gut vom Resign und er kriegt mit Counter-Helix tatsächlich noch den Kill. Illidan geht jetzt auch nochmal down. Kann sich nochmal denyen mit einem Bloodstone. Zumindest das. Aber wieder drei Leute tot von Versus Pro und ich habe echt einen Frosch im Hals. So, dann übernehme ich in der Zwischenzeit. Shadow Fiend macht aber dieses Game wenigstens Manta und nicht das Eye of Skadi, also versucht wenigstens Damage rauszuhauen. Ich gehe mal kurz auf die neuen Items ein, bis Water wieder da ist. Wir haben das BKP gerade auf der Mirana schon gesehen, Boots of Travel und Radiance auf der Naga und wieder 1500 Gold noch dazu. Blink Dagger auf der Axe, dies haben wir glaube ich im letzten Fall auch kurz gesehen. Axe Hepper auf Bucktop, das heißt, wir haben jetzt auch die 17 Sekunden AA-Ulti. Wir haben Mechanism fertig auf dem Train Protector, nichts auf NS. Dann die Tranquil Boots haben wir angesprochen auf Illidan. Wir haben fertiges Manta. Oder fertig? Ja, fertiges Manta auf der Shadow Fiend. Point Booster auf Jotam und Medallion und ein Forstaff und eine Blade Mail und ein Mithril Hammer auf Asart und ich denke. What? Der macht einen Maelstrom. Was denn? Maelstrom? Asart macht. Du meinst auf Asart? Ja, Tatsache. Ja. Close of Haste. What the hell? Ich dachte, oh mein BKB Gott. Ist jetzt keine, vielleicht keine schlechte Idee gegen das Team, weißt du, so für Arrow und. AA hat jetzt auch einen Acceptor. Ich bin vorhin durch die Items noch kurz durchgegangen, während du weg warst. Ich hab's gehört. Ich hab mich nur gemutet, weil. Meine Stimme. Ja, ich was machst du wieder, Kai? Ich hab keine Ahnung, ich kann sonst den ganzen Tag quasseln, aber sobald der Stream an ist. Und das ist so nervig, ich weiß nicht, was es ist. Keine Ahnung. Alles deine Schuld, wie immer, ist doch logisch. Ja, natürlich. Das liegt an deinem schlechten Internet, deswegen. Ja, gib dir gleich schlechtes Internet. Oh Mann. Oh Gott, das musste sein. Arrow. Ja, ich seh's gerade. Oh, der Arrow trifft! Gott! Aber er ist Invis und sie sehen ihn nicht! Jetzt der Sentry, viel zu spät! Oh, Grisein, hättest du den Call vorher gemacht und CDC, der geht so schnell down, wow! Jetzt kommt das BKB an von Gott und der haut da die Ulti raus und macht jetzt auch endlich mal den Damage, das wurde auch Zeit. Nichtsdestotrotz geht er down, denn Gogi kann dann nochmal den Kill kriegen, kriegt sogar noch einen Double Kill! Der holt sich hier diese zwei Core Heroes! Und das war's definitiv wert von One. Zumindest für die Bottom. Oh, was ist da los? Wow. Was ein Shoutcast gerade. Ja, im Endeffekt aber Win für Virtus Pro, weil die haben Teamwipe gemacht und schon, Naga plus Buyback rausgeholt. Ja, also schon. Deswegen habe ich es gerade kuriert, deswegen habe ich gesagt, für die Bottom war es wert, auf jeden Fall. Ich verstehe, ich weiß aber nicht, was die. Das war. Den Teamfight hat die Axt gerade verloren. Und der einfache Grund, warum ich das sage, er stand die ganze Zeit neben der Shadow Fiend und hätte callen können. Ja, aber der war Invis. Der hat das ja nicht gesehen. Das war das Problem. Die haben doch gesehen, dass der Arrow getroffen hat. Der wusste das ja, dass die Shadow Fiend da ist. Das wussten sie. Ja, schon. Stell stimmt dich schon. Hin und call, dann kann der nicht rausblinken. Oder rausgehen. Oder whatever. Ja, ich weiß nicht, wie sie Vision hätten. Es hätte auch sein können, also dass sie davon ausgegangen ist, dass ein Familiar den abgefangen hat. Das kann auch sein. Also man weiß es nicht, keine Ahnung. Na komm, auf den Arrow guckst. Wenn ich mit Mirana spiele, dann gucke ich auf den Arrow, den ich schieße. Und dann ja, sehe ich, ob der schon. Keine Ahnung. Wer weiß, was da los ist. Wir schauen uns mal kurz die Graphen an, denn das ist immens wichtig. Während hier was disrupted wird, und zwar eine Illusion. Okay, das ist nicht so schlimm. Wir haben für Virtus Pro tatsächlich, also XP-Vorteil von 1000 zwar nur, aber... und man sieht, der ganze Gold-Advantage von Virtus Pro ist echt flöten gegangen. Das ist jetzt nur noch ein bisschen was... Also es geht in Richtung 0. Es ist noch relativ ausgeglichen, das Game. Nichtsdestotrotz muss Virtus Pro hier was bewegen und nicht andersrum. Ja, kurzer Einwurf von Fever, der meinte, vielleicht macht der Clock auch nur seine Threads fertig. Aber nein, er hat Maelstrom fertig. Ja, der hat tatsächlich das Maelstrom. Ja, was für einen Sinn hat das jetzt? Illusions clearen. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Nein, also ich denke, er möchte das Mjolnir machen, auf sich selber Blitze hauen und dann reinhucken. Das macht schon eine Menge Damage, zugegeben. Schon, ja, aber...
Ich meine, Ass Ass ist aber auch nicht so arm, ne? Muss man ihn nochmal lassen. Der hat jetzt schon wieder 1700 Gold. Wird jetzt höchstwahrscheinlich auf das Aghanim Scepter angehen. Ach, sollte. Da ist der Carry hingekommen. It's Ass Ass. Ass Ass ist hier der Carry. Nicht hier, Illidan. Illidan hat nix. Der hat 4 Charges auf dem Bloodstone plus Ogre Eggs. Ogre Club. Oh, so. Der ist richtig traurig, hey. Ja. Das lief so gut anfangs für ihn und dann sowas. Manta, auf Guard. Die Items bist ja schon durchgegangen, von daher muss ich das nicht machen. Ey, ich hab's aber vorhin schon gesagt. Und diese Shadow Fiend geht nicht auf ein nutzloses Eye of Skadi, sondern macht echt Manta, damit für wenigstens irgendeine Art von Damage rauskommt. Mhm. Das ist auch immens wichtig. Ah ja, wo soll der Damage sonst herkommen? Meides schön und gut. Lass sie das machen, wenn die meinen. Ich sehe da immer noch nicht irgendwie den guten Play da drinne, aber. Ja. Keine Ahnung. Trotzdem, das Skadi war vorhin einfach viel zu viel. Das war so greedy. Ist Gott sei Dank hier nicht der Fall. Was hat die Naga Siren? Das interessiert mich. 2100 Gold, ein Yasha. Wird das jetzt ein Vitality Booster? Erstmal so für den Anfang oder gleich straight Manta? Das kann natürlich auch sein. Roshan wird angegangen von Virtus Pro. Oh. Und mit Medaillen. Der droppt so schnell, ne? Ja, vor allem mit drei Familias und Medaillen, weil Accept habe ich noch nicht angesprochen von Jordan. Das war nämlich, ist nämlich erst vor einer Minute fertig geworden. Mhm. Und dieses AX ist wirklich wichtig für Virtus Pro, dass es auf Shadowfiend ist. Denn wir haben es schon öfters jetzt gesehen, dass Gott einfach downcc'd wurde. Der konnte nichts machen. Außer so ein paar Right-Clicks auf so ein 40 Armor Axe so. Und das war es so ziemlich. Da ist Mjolnir, auf dem Clockwork. Jo. What, das ging jetzt aber saumäßig schnell. Ja, der hatte ja 1700 Gold vorhin. Also, von daher. Oh, 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 nice Reactions auf der Axt. Oh, der Arrow. Arrow auf Illidan, Eisblast kommt auch noch und God ist da mit drin. Nee, kommt noch gerade so raus. Da sollte nicht viel passieren. Gott sei Dank hat Illidan genug Rack gleich. Jetzt kommt ja, Disruption, Split Earth, Follow-up ist da. Gogi, Hookshot von Asad, ich kann ihn gerade nur nicht zuordnen, wo der genau ist. Und ja. Da geht gerade nur der Shadow Demon down. Toll, ich habe mich gerade gefreut. Wo war denn Asad? Ich habe den nicht gesehen. Asad, der stand hier die ganze Zeit. Ach da. Die haben versucht, die Mirana. Ach, dann war der Hookshot fail, ne? Nee, die haben alles auf die Mirana drauf gekloppt und die Mirana ist mit 10 HP hier hochgeliebt auf den Hill und ist dann rausgeportet. Ach so. Ah. Die haben alles auf die Mirana drauf gekloppt und sie hat, wie gesagt, 10 HP überlebt, BKB an, hochgeblinkt und weg. Geliebt. Ist echt bitter. Echt bitter. Naja. Moonlight Shadow Initiation. Also, wir sehen hier trotz alledem, dass Virtus Pro nicht so einen guten Run hat im Moment. Gute Games, finde ich. Definitiv. Ice Blast, Arrow. Oh, haben sie gespottet. Und mit Hookshot zieht er sich dann nochmal zurück. Okay. Das Problem ist, unten wird jetzt dieser Tower angegangen und ich weiß nicht, ob Virtus Pro das ohne Asad angehen kann. Der muss jetzt ganz schnell zurück tippen. Wenn er in der Base war. Was hat Gogi denn? Der hat selber auch einen Mönier, ne? Ja. Taudi? Ja. Na, okay, alles klar. Ich krieg immer Panik, wenn du nicht redest. Ja, ich bin noch nebenbei, werd grad noch angeschrieben von Viewern, die mich, die noch Tipps geben wollen. Ah, okay. Kümmerst dich also so ein bisschen um den Chat, ja? Ja. Ist das so? Ich schau da auch gleich mal rein, wenn ich mal irgendwo Zeit hab. Ist halt noch relativ anstrengend, da ich mich entschieden habe, mir einen neuen Monitor zu kaufen, anstatt einen gebrauchten. Brauche ich auch noch ein bisschen länger, bis ich den kriege. Naja, so ist das Leben. Aber besser eat that. Besser eat that, ganz genau. Ich will nämlich genau den gleichen haben, also auch 16:9. Oh, ich guck auf dem Stream, läuft gerade die Szene nochmal, die ich meinte, mit allem auf die Potom drauf. Mhm. Na, kann ich mir jetzt nicht angucken. Nee, aber weil sonst sind wir in 2 Minuten AFK. So. Auf dem Stream. Wow, das ist schon so knapp, ey. Ja, das waren echt, bevor sie sich hochgehealt hat mit Stick und All und Mechanism etc., die war auf, glaube ich, 20 HP runter.
Okay. Tja, deswegen hatte ich mich auch gewundert, dass da von One überhaupt nichts gedroppt ist. Networth-technisch sieht das halt besser aus für One, würde ich behaupten. Die Core Heroes haben auf jeden Fall richtig guten Farm. Tja, und God muss da halt eine Menge machen. Illidan ist gut weit nach hinten gerutscht. Ich blende nochmal die Graphen natürlich gerne für euch ein, um euch da möglichst up-to-date zu halten. Es ist zwar so ein bisschen Advantage, was XP angeht für Virtus Pro. Gold ist eigentlich so, ja, überhaupt nicht relevant, was Wanda sich rangeholt hat. Nichtsdestotrotz ist es ein etwas kleiner Vorteil. BKB jetzt auf Illidan Ich wollte Storm gerade sagen, Rage und das Illidan ist ist richtig wichtig. glücklich. Illidan ist so glücklich. Ich glaube, der hat jetzt. Ich glaube, der ist gerade in die Base gegangen, hat sein PKB bekommen, hat kurz die Hände von Tastatur und Maus genommen und sich gedacht. Ja, Finally. Also hätte ich. oh, NS, NS, Arrow folgt. Der kann Seinem Wort noch Schaden danken. bringen. Oh mein Gott. Ja, ich hätte aber auch gedankt. Ich danke auch alles, was ich danken kann. Naja. Axe hat jetzt auch. Where? Hat er? Was? Er hatte gerade Sachen im. Ach, da. Ja, Axe hat Shivas kommt da wahrscheinlich sein. rein, ne? Nee, Hood fertig. Achso, Hood. Oh, Grisheim kriegt da eine Menge Damage. Jetzt ist Blade Mail an, aber das BKB von Illidan negiert einfach den Damage und CDC geht währenddessen down. RSR hat er nochmal einen Hookshot? Ich glaube nicht, den hat er nämlich gerade benutzt. Ja, so sieht es nämlich aus. Und mal schauen, was sich da noch so entwickelt. Denn Jotam kriegt noch ein bisschen Damage und muss da aufpassen. Jetzt kommt der Arrow trifft eine Illusion. Oh, eins ist der Familiar gesniped direkt nach dem Resummon. Das ist einer weniger für 150. 140 jetzt. Ja gut, beim Aghanim Scepter geht's noch, wenn man dann noch mindestens zumindest noch zwei hat. Es kommt ja eher erstmal auf die Stunts an, vorrangig. Oh. Resign. Oh, da kommt gleich das Disruption, das Counter-Disruption. Aber Song of Siren unterbricht die Combo und somit ist Ars jetzt im Ice Blast drin und muss aufpassen, dass er nicht zu viel Damage kriegt und er kriegt zu viel Damage. Cola hat tatsächlich da noch den Damage rauskriegen können. Wow. Soul Assumption, Jotam, Killing Spree. Unten geht das weiter, das hatte ich gerade gar nicht auf dem Schirm. Und Gogi, der right-clickt sich einfach durch mit dem BKB gerade. Illidan Storm ist. Deny. Ich glaube, das war sogar gut gedacht. Denn der Arrow hat noch einiges an Damage gehauen. Selbst God ist gerade down gegangen. Fünf Leute tot für Virtus Pro. Wow. What a fight by one. Also, es war richtig, richtig nice, Das. oder? Ja. Ich habe gar nicht gesehen, dass der Fight noch weitergeht, aber Jotam hat das bis aufs Letzte Grisa, im Grunde, rausgetrieben. ja, im Grunde genommen ist Grisaille hier runtergerannt. Yordam und Illidan sind hinterhergekommen. Und erst wollte Grisaille, er hat zwei Spins gegen die Familias bekommen. Die hatten dann beide einen Last Hit. Dann hat er sich umgedreht mit der Mirana zusammen, um die abzufarmen. Aber genau in dem Moment hat Yordam die gedroppt und Double Stun, Soul Assumption tot. Aber ja, dann ist noch der Rest, dann ist noch die Naga reingekommen. Und Naga und Mirana sind stärker als Leshrac und Visage, Ja, Dankeschön. der Illidan, der zahlt sich über Zeit nicht aus. Der hat nicht genug Items dafür. Aber nichtsdestotrotz kriegen sie nochmal CDC. Overgrowth wurde auch nochmal benutzt. Nichtsdestotrotz, die Midi-Barracks ist gerade down gegangen. Ja, also theoretisch kann man carryen. Locker mit einem Illidan Stormreach. Aber dafür braucht er sowas wie ein Aghanims oder Shivas Dafür. oder Veil of Discord noch dazu oder ein Hex. Ach, da gibt es so viele Möglichkeiten. Rod of Artus, was Auf auch jeden immer. Fall. Ja, das Ding ist auch, ein Carry Leshrac muss immer mindestens ein Item mehr haben als der gegnerische Carry. Ansonsten, weil es eben ein Int-Hero ist. Das ist Ja, halt echt die richtig, Problematik. richtig. Und das ist halt eigentlich dadurch gegeben, wegen durch die Early Towers etc. Kriegst du normalerweise eben diesen Goldvorteil und dann kommt es halt darauf an, dass du weiter snowballst und die ganze Zeit vorne bleibst. Und das hat Virtus Pro einfach nicht hingekriegt. Die haben den Leshrac wirklich gut geschutdown und NS stirbt, glaube ich, an dem Egg Ice Blast. Bist du dir Oder? sicher? Nee, Naja, ich okay. glaube nicht, der überlebt noch. Der Bracer macht aber einiges aus. Ja. Ich glaube, ohne Bracer wäre er gestorben. Moment, ich rechne das kurz aus. Hätte knapp werden können. Also, Wäre wenn man jetzt knapp direkt mit gewesen. abzieht. Er hätte 200, Pi mal Daumen 200 Leben noch gehabt und das sind keine 12%, aber es wäre sehr, sehr knapp geworden.
Ich habe gerade gesehen, Grisine hat jetzt eine Pipe fertig. Ja, da sehen wir es auch gerade unten rechts im Bildschirm. Das nimmt halt so Illy dann so ein bisschen raus, ne? Das ist das Problem. Wie will der noch Damage anbringen? Es macht dich praktisch nutzlos, weil. Also die ersten paar Sekunden auf jeden Fall. Ja, und die machen den Fokus auf Leshrac aber auch wirklich, wirklich schön. Also One. Und mehr als die paar Sekunden, die Pipe hält, überlebt auch nicht. Ja, genau, ganz genau. Ich meine, sie können es einfach auch machen, so. Das Team kann denen da nicht viel hergeben, auch wenn Ars Art ein richtig gutes Game eigentlich hat. Er hat 11 zu 6 Stats. Nichtsdestotrotz fand ich, dass Mylia nicht so die beste Itemwahl, ganz ehrlich zu sein. Ja, sehe ich ähnlich. Und what the fuck, wieso schreiben jetzt die Caster schon wieder im All-Chat? Ich habe keine Ahnung. Anyway, ich weiß nicht, hast du schon das Heart of Tarrasque und das MKB erwähnt? Ja, hab ich. Das Heart of. Nee, MKB nicht, aber Heart of Tarrasque habe ich gesehen. MKB Butterfly ist auf God und ja, da kommt einfach ein MKB als Konter. Ja, oder? Und das MKB ist fertig. Auf dem Chicken schon für die Mirana. Für Mirana ist es, genau. Ich habe es nämlich gerade gesucht. Heart of Tarrasque war für Axe? Nee. Nein, die Naga. Ach, Naga Siren. Ah, okay, alles klar. Und die hat schon wieder 3000 Gold gefarmt in der Zwischenzeit. Ja, es geht einfach immens schnell. Ihr seid ein Naga und jetzt guckt ihr auch den Networth an. Das ist so viel G gefährt. G hat eigentlich das ganze Game nur gefarmt und ist trotzdem nur Dritter im Networth. Ja. Oh, so ist das der Bane nicht. Oh, aber Grisine geht da einfach ganz weit wieder rein. Und gutes Disruption jetzt hier von NS. Richtig gut gemacht. Grisine geht somit down. Die Pipe hat er, glaube ich, gar nicht überhaupt rausgekriegt, wenn ihr das richtig gesehen habt. Und selbst das ist richtig gut gerade von Virtus Pro hier gefightet. Und Cole zieht tatsächlich nochmal das Song of Siren. Die aktiviert das sogar nochmal. Asad geht letztendlich down, aber Virtus Pro haben hier ein 2-1 Trade gekriegt. Ja, sie hat den Song nochmal deactivated, weil ihre Elos im Hintergrund Clockwork gekillt haben. Ah, okay, ja, alles klar. Gut, dann damit die Unverwundbarkeit vom Clock weggeht. Und das Timing für Virtus Pro, das Timing. Ja, sie haben einfach Space created jetzt. Und mit der ganzen Minus-Armor, Roshan. Ja, ganz, ganz schnell weg. Wie viel Minus hat der? Minus 6 steht da, aber das müssten eigentlich mehr sein. Naja, gut. Ja, das mit Daniel ist ausgelaufen, deswegen. Da ist noch ein Cheese, Jungs. Jotun nimmt es gerade, wird es wahrscheinlich Illy dann geben. Das Disruption, das war richtig gut, ne? Ja, auf jeden Fall, das war richtig, richtig krass. Es dürfte minus 9 gewesen sein auf Roche. Der hat eine Grundrüstung von 3. 6 von Presence of the Dark Lord und nochmal 6 von Medallion. Medallion, ja. 7? War das 7, glaube ich, oder? Nee, last 7 seconds, aber sind 6 Armor. Achso, okay, dann habe ich das verdreht. Ja, gut. Alles klar. Hookshot, nice, Asad. Hast es drauf. Nee, ist aber wichtig, solche Siege Units down zu kriegen. Kann ich schon verstehen, dass das gemacht hat. Denn die Range Racks regt nicht mehr. Eben, genau das gleiche wollte ich auch gerade sagen. Kannst du bitte aufhören, mir die Worte aus dem Mund zu kramen? Ja, sowas kann spielentscheidend sein. Auch ich kann Leute nicht leiden. Wenn man es richtig timet, dann ist es okay. Aber wenn man Base Tower einfach so denied, ich hasse sowas. Ja, diese letzten Hits, die ein Tower theoretisch geben kann. Können einfach so einen Unterschied machen. Ganz genau. Also wenn man es so macht, dass da gerade gepusht wird und dass man wirklich den Last Hit kriegt, während die da draufhauen, dann kann ich es verstehen, dann sage ich, okay, alles klar. Dann ist das cool. Ja, oder wenn du siehst, dass die mit Raster Wards gerade in 20 Sekunden vor der Base stehen und auf jeden Fall Raster Wards in deine Base reindroppen, dann kann ich es auch verstehen, dass man es denied. Ja. Aber wenn jetzt hier der Tower 100 HP hat und die stehen hier noch beim Pushen oder es wird gerade hier zurückgepusht da unten von deinem Team, dann kann ich es überhaupt nicht verstehen, warum man den Tower denied. So. Ja, wir haben so ein bisschen Stalemate gerade. Das Ding ist halt, Virtus Pro macht es sehr gut, das Game in die Länge zu ziehen. Die Problematik ist aber, es wird immer das schlimmer. Game in die Länge zu ziehen, ist nicht von Vorteil für Virtus Pro. Nicht wirklich. Weil wir haben jetzt auch noch ein Diffusal Blade auf der Naga und das ist schon, könnt sie auch auf Diffusal 2 machen und dann macht die sich noch ein Butterfly und dann, ja, dann weiß ich echt nicht, was Virtus Pro noch machen will. Ein Satanic auf Shadow Fiend ist ganz nett, aber... Also Illidan macht eigentlich so das Maximum aus diesen kleinen Items, die er sich gönnen kann. Klein,
Anführungszeichen, aber es ist immer eine Plate Mail und ein Point Booster. Das gibt ein gutes Setup, nachher einfach daraus einen Aghanim Scepter zu machen und eine Shiva's Guard oder ein AC, je nachdem wie er gehen will. Wahrscheinlich ein Shiva's Guard einfach. Dass er nonstop einfach Pulse Nova im Teamfight anhaben kann. Ja, aber es ist halt. Es ist und bleibt ein Leshrac. Ja. Zum gewissen Grad kann man mit ihm carryen, aber in diesem Spiel ist es nicht der Fall. Boah, die Elo. Die lebt immer noch. Oh, NS. NS? NS, ja. Oh, muss aufpassen. NS. 250. Droppt der? Der droppt? Der droppt. Der droppt? Oh mein Gott, NS. Der disruptet sich nochmal. Nice. Sonst wäre der echt gedroppt. Ja, der wäre auf jeden Fall. Ich hab's ausgerechnet, also. Boah, aber NS wird da gerade gecallt. Nein, der Arrow trifft. Gogi Dota. Jetzt kommt auch der Split Earth hier von Illidan. Illidan hat aber nicht mehr so viel HP. Muss da aufpassen. Hat das PKB jetzt gerade an und followed gerade mit dem ganzen Damage. Pulse Nova. Alles ist drauf. Diabolic Addict und der muss aufpassen, dass er nicht gedankt wird. Wurde er, aber es, ja. Der Threshold war noch nicht da. CDC ist hier gerade im Bedrängnis und geht fast down. Kann da gerade nochmal Invis gehen. Was sehen wir dann noch? God. Nee, das war Illidan. Wo ist God? Wo ist God? Da ist God. God ist ganz weit drinne und zwar in den Diffu-Illus. Und kriegt da einfach viel zu viel Damage. Asad muss sich da jetzt auch noch zurückziehen. Force-Staff raus. Somit sollte er fast safe sein. Nee, die ist viel zu schnell. Scheiße ist die schnell. Ich hätte so Song gezogen. Ich hätte sowas von den Song gezogen, damit er auf der Stelle bleibt. Ja. Asad? Are you kidding? Asad? Oh mein Gott. Hallo, du kriegst einen Radiance Burn, Bro. Okay, jetzt sucht er sich Roshan Pit und hookt da rein. Okay, alles klar. Oh mein Gott. Oh, Ancient Apparition. Ah, ist noch zu lange tot. Ich hätte es gesagt, Snipe. Da bist du scharf drauf, ne? Ich liebe Ancient Apparition Snipes, vor allem wenn du das in der Base oder so hinkriegst. Gibt nichts Lustiges. Der Gegner denkt, ja, ich bin rausgekommen. Läuft. Doch, es gibt was Lustigeres. Doch. Auf jeden Fall. Was auch mehr Skill. Sunstrike? Ja, natürlich. Na. Wie na? Nee, das Lustigste sind immer noch vier Mann Dunks. Natürlich. Aber dafür brauchst du nicht unbedingt so viel Skill. Sunstrike blind zu treffen, damit einen Kill zu holen, ist schon schwer. Ja, auf jeden Fall, aber wie gesagt, Dunking Gü. Wir haben den Cheese noch auf Illidan, sehe ich gerade. Ja, die haben den Cheese gesaved und Moment. Die haben den Cheese gesaved. Ja, die haben den Cheese gesaved für Illidan und zurück in die Base gebracht nach dem Fight. Als sie gemerkt haben, da. Nächste Roshan, 2 Minuten, sehen wir den nächsten Timer. Wir schauen uns nochmal kurz die Graphen an. Und graphentechnisch ist es nicht viel. Okay, jetzt ein bisschen Gold. Und das ist eigentlich letztendlich, was zählt in dieser Phase des Games. Der Gold-Lead. Der ist bei 7500, wenn ich das jetzt gerade richtig gesehen habe. Ja, ein bisschen drüber, knapp 8000. Das ist nicht die Welt eigentlich, aber es ist halt immer noch ein Lead für One. Weißt du, wenn mein Internet wenigstens irgendwie komplett abkacken würde, ja? Ja. Dann könnte ich sagen, gut, mein Internet ist scheiße, es kackt einfach ab. Ja. Aber es ist ja so, dass ich echt immer nur weniger als 30 Sekunden oder so mein Internet weg ist. Und dann droppe ich in den 30 Sekunden. Tja. Nee, weniger. 2, 3 Sekunden ist es echt immer nur, die ich dich nicht hören kann. Das ist dann, setzt du kurz aus, hopp, und dann ist wieder da. Aber das reicht halt, dass ich droppe. Ja, vielleicht hast du, vielleicht hat euer Anbieter da gerade irgendwie Schwierigkeiten, da eine konstante Leitung oder so zu bieten. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Oder was auch gut sein kann, ist, morgen geht das Semester wieder los, dass gerade einfach 20.000 Studenten gleichzeitig zurück nach Hause gekommen sind, alle ins Internet gehen gerade. Das kann natürlich auch sein. Tja, die Studentenwohnheime. Ich habe sie nie erlebt, weil ich nie studiert habe, aber ich weiß, wovon ich rede. Du laberst manchmal ein. Ich wollte doch jetzt auch nochmal einen Klug raushauen hier. Ich mit meiner... Ich mit meiner mageren Ausbildung hier. Nein, Quatsch, das ist mager. Ich habe eine gute Ausbildung. Ja, nichtsdestotrotz, es wird hier gerade ein Base Race gemacht anscheinend.
Und ich würde behaupten, dass Wonders gewinnt. Ja, das sieht ganz stark danach aus. Somit muss ich Virtus Pro jetzt gerade zurückziehen, denn der erste Tier 4 ist gerade down gegangen. Ah, ist alles da ganz weit drin. Mach doch mal die Blade Mine an, aber der ist schneller tot, als er gucken kann. Das BKB hilft da noch so ein bisschen. Right-Clicks werden noch gemacht von God, aber nichtsdestotrotz. Buyback bei Shadow Fiend und bei Illidan. God ist dann jetzt wieder ganz weit drin. Soul Assumption hat da kaum Damage gebracht. Jetzt kommt noch Moonlight Shadow und die sind ganz schnell unterwegs. Das ist so krass, wie schnell die Naga Siren ist. Wow. Arrow auf Jotam. Song of the Siren. Und die schicken einfach die Illus rein und stallen damit. Das ist ein richtig guter Move gerade. Somit können sie wichtigen Damage noch auf dem Tier 4 anbringen. Und, ja, der ist schon. Der geht schon fast down. Mein Gott. 81 HP. Und das ist halt das Problem an der Nagel. Das Game. Kann sie immer wieder machen. Immer ja. Und immer und immer und immer wieder. Einfach gucken, wo sind die Gegner, alles klar, Song an. Ich mach mal eben kurz Illus. Echt anstrengend, das Game. Aber cool, cool zu sehen. Jotam Sheepstick? Jotam. Okay, mehr Carry als Illidan. Never mind. Ja, ist doch wahr. Ja, ist aber echt so. Es ist nur, jetzt so, wo du sagst, fällt's mir auch auf. Und das ist schon ein bisschen traurig. Weil ich meine, die drei Birds sind mit einem Medallion zusammen, sind ein Late-Game-DPSer. Das ist einfach so. Mhm. Ja, Gott versucht anzubringen, was geht, aber denen sind halt auch Grenzen gesetzt, ne? Erstens, MKB ist da von der Mirana. Und, Was denn? Gott, Asad? Was denn? Asad denied, Tier 4. Oh mein Gott. Okay, das war so ein Spielzug, den wir vorhin angesprochen hatten. Shoutout to Cat Baya, Fonzi, Piga, Shia. Okay. Alles klar. Ich hoffe, du hast diese Sprache studiert und kannst mir erklären, was das heißt. Also das heißt, dass er... Oh, Radiance Courier ist... Oh oh. Aber für mich ist im Gegenzug. 200 Gold. Easy. Hat er einen Resummon? Ja, hat er gerade gemacht. Oh. Cold Feet. Und dann wird das BKB geforst. Es war sogar noch ein 6 Sekunden BKB. Team? Er denkt sich Team? Team? Ja, da kann das Team nicht viel machen. Arrow auf Jotam! 5 Sekunden! Ist das ein Opening? Es sieht nicht danach aus. Schade. Sonst ist Griezheim aber auch immer so, ne? Jo, jo, boah, los, die wollen rausmoken von hinten. Die wollen den Wraparound machen. Ja, einmal hier so rum. Oder besser gesagt andersrum. Virtus Pro will einmal da rum. Aber ob das nicht fehlschlägt... Jetzt muss der Hookshot kommen. Oh mein Gott, ich sehe das schief gehen. Disruption. Und somit nimmt er das Target gerade raus. Cole wird aus den Cox rausgepusht. Und somit ist er noch fast safe. Jetzt geht er aber doch letztendlich down. Sie haben gerade eine Naga Siren gegen tatsächlich Illidan getradet. Aber Gogi holt sich einfach. Gott, der ist so fett mittlerweile, dass er einfach einen Shadow Fiend 101 klatscht. Easy. Mit einem Butterfly, mit einem MKB. 40 HP, Potter. Oh, wow. Und Buyback halt einfach bei Cole. Das ist das Problem an der Sache. Asad geht auch noch da. Ja, Buyback und er hat trotzdem Butterfly in der Base, ne? Ja. Ich glaube, GG jetzt. Jetzt ist ja, vorbei. Glaube, One ist hat vorbei. Mich richtig überrascht. Ja, NS. Ist gerade im Call. Gratulation. Kann ich nicht anders sagen. Kommt nochmal ein Casual Song also, rein. Gratulation an One und ich würde sagen, well deserved, dass sie jetzt in Division 1 kommen. Auf jeden Fall. Das erste Game wurde ihnen zwar leicht gemacht, aber das zweite Game haben sie richtig gut gespielt. Ja. Also, Virtus Pro hat, Ja? Ich hab komplett den Faden verloren. Virtus Pro hat verloren. Punkt. Oh, Mann. What the hell? Ja, wird das Board verloren. Ich hab komplett vergessen, was ich sagen wollte. Ja, dann lassen wir das dabei. Das war's schon für heute Abend. Schade eigentlich. Normalerweise hätten wir ein Game mehr gekasst, aber das wäre dann auch schon geschehen. Ja. Somit bleibt mir nichts anderes übrigens zu sagen, als dass wir am 8. wieder da sind für euch. Und da haben wir zwei Games. Ich habe das Schedule gerade offen und deswegen kann ich euch auch mitteilen, was da kommt. Da kommt dann, wenn die Games dann zumindest confirmed sind, und zwar ist es einmal TNC gegen Invasion, um 17 Uhr und um 22 Uhr haben wir Power Rangers gegen Roskiss, das wurde einmal postponed und wurde dann auf den 8. verlegt. Falls euch das Ganze gefallen hat, das wurde euch erstens
präsentiert von Hefler TV, of course. Und zweitens könnt ihr dann followen, und zwar auf Twitch, dann seht ihr, wann wir online kommen. Oder auf den Social Medias wie Twitter und natürlich auf Facebook, wollte ich gerade sagen. Ja, Facebook muss ich auch nochmal irgendwann implementieren. Ja, darauf packen. So, Punkt. Scheiße. Ja, aber YouTube ist da. YouTube ist verlinkt. Da könnt ihr die Recent Watts sehen. Auch natürlich unter meinen Highlights. Aber ich würde euch schon empfehlen, auch mal auf YouTube vorbeizuschauen, denn da ist auch Hefler TV 1 und dann könnt ihr auch die Englisch-Casts schauen. Und dann könnt ihr auch gerne abwägen, was euch mehr gefällt. Vielleicht gefällt euch beides. Vielleicht sagt ihr, Waters Noob und so. Da muss ich Hefler zugucken. Kann ja alles sein. Nichtsdestotrotz wünsche ich euch einen schönen Abend. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Danke, dass ihr schön lange dran geblieben seid. Ihr seid die besten Viewer, die es gibt. Das war mein Shoutout. Tony, noch irgendwelche Shoutouts? Shoutouts an alle Viewer und ich wünsche natürlich allen noch einen schönen Abend. Ja, ich auch. Ganz genau. Also, bis spätestens bis den 8. Wir halten euch wie immer up to date und dann seht ihr, wann wir online kommen. Also, bye bye.